Hallöchen und willkommen zu einer nächsten Folge im ETS 2. Weiter raus. Danke dir, lieber Matt. Und ja, wünsche auch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns auf jeden Fall. Und meine Lieben, wir sind gerade aktuell auf Weg nach Rijeka. Rijeka. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Haben Essig geladen, 15 Tonnen. Und ich bin nicht alleine. Der liebe Dukas ist noch mit im Discord. Und ja, zusammen werden wir jetzt quasi mal diese Tour fahren. Und die wird halt schon zeitlich anspruchsvoll. Weil während er nämlich am ETS am Fahren ist. So, hoppala. Ja, so, wenn ich jetzt die ganze Fahrbahn brauche. Zickenmodi, einen wunderschönen guten Abend. Na, meine Liebe, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Montag gehabt? Ah. Wir machen hier gerade nämlich eine gute Feierabendstimmung. Aber schön, dass du da bist. Hoppala. Oh, der Zeppelin wackelt aber ganz schön hier. Ui. Hast heute Nacht echt was verpasst? Wir haben ein neues Hörspiel angefangen zu hören. Und zwar heißt es zum Reisemittelpunkt der Erde. Und später werden wir aber das Ganze noch weiter anhören. Soweit gut alles. Ja. Bei mir auch. Also. Meiner Freundin geht's halt nicht gerade gut, ne? Also sie hat zwar jetzt ein bisschen sich erholt, aber. Könnte halt besser sein. Beim vor dem Stream haben wir noch ein bisschen telefoniert. Aber ja. Sie ist jetzt halt für die ganze Woche noch krankgeschrieben, hat sich einen grippalen Infekt eingehandelt. Sollte eigentlich auch hier im Chat sein. Meinst du, nicht eingeschlafen ist? Weil das Antibiotikum haut bei ihr nämlich ganz schön drauf. Ja. Ja, will ich hier ausrichten. Also, wenn es ja am Freitag gut geht und es klappt, kommt sie vorbei. Weil ich komme dann quasi Freitagnachmittag dann von der Tour zurück. Und dann wollen wir zusammen noch unseren Backfisch machen. Weiß denn überhaupt einer, der hier fährt? Ja, Digga. Also ich weiß, dass ich noch grün hatte, ne? Meine Herren.
Was machen deine Kids? Alles soweit in Ordnung? Na, schlafen, ja, so weit. Wo ist das? Oh, okay, ja. Das ist ja auch schön. Hast du einen ruhigen Abend jetzt, hm? Also, wir machen später um 0.30 Uhr die Nachricht, die ich da eingepinnt habe. Machen wir das Hörspiel weiter. Schauen einfach mal. Und weil bis ich fertig werde, sind wir schon wieder um 7:30. Immer wenn die Kids im Bett sind, lacht der Mann am Zocken. Das glaube ich. Das glaube ich dir. Ah, es gibt ja einiges. Wir haben es ja heute soweit geschafft, dass wir bei dem Spiel hier am Mittwoch Konvoi fahren können. Also freu. Ich kann es gar nicht genug erwähnen, ey. Konvoi, Mittwoch. Schön. Oh, ich spiele gerade noch nebenbei ein bisschen Roblox. Ja. Der liebe Lukas ist auch bei mir mit dem Chat drin. Notebook Hamburg. Wir zocken am Halloween zocken wir Final Fantasy weiter. Die Woche mache ich jetzt gerade hier den ATS 2 Event. Und, ja, eigentlich läuft es eigentlich sehr gut. Also, wie gesagt, ich bin immer noch sehr positiv überrascht von dem Spiel, ne? Es ist auch was Tolles. Vormittags werden wir dann OMG 2 zocken. Und abends dann, oder gegen, sagen wir, ab 16 Uhr. 16 Uhr ist Fantasy Time. Ah, vorher machen wir halt noch ein bisschen hier. Aber ab dann ist hier Fantasy-Abend. Da wollen wir ein bisschen garstige kleine Hobbits. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen. Du weißt ja, ich brauche keine Maske, um an Halloween vorbeigehen zu können. Ja. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, ein bisschen die ganzen, also alles, die Touren, die ich hier alle fahre, nehme ich alle auf. Die kommen dann alle für nächste Woche auf YouTube raus und. Oh. Ist toll. Na. Die sollen aufpassen da vorne. Ich habe Essig hinten drin. Huhu, Schatz. Ha, da ist es, mein Schätzchen. Hallo, schön, dass du da wieder da bist.
Zickenmutti, Kelly, Kelly, Zickenmutti. Ist nämlich die, wo... Ja. Wisst ihr, was noch schlimmer ist? Ich habe Hunger. Ich krieg langsam schon ein kleines Hungerchen. Hallo Zickenmutti, danke dir. Oh. Ja, Regen. Meine Scheibenwischer quietschen wieder. Ich war doch erst in der Werkstatt gewesen. Ach Mann. Oh. Morgen soll es ja ein riesiges Schmuddelwetter noch geben, ey. Oh. Hier regnet's, vor meiner Haustür regnet's. Ach, da läuft was schon ein Schauerwetter, Wicke. Regen, Schauer, ja. Ich glaube, da ist mir gerade so ein Geist durch die Bude gerannt, ey. Schatz, sei mal nicht unsichtbar, zeig dich mal. Bei mir regnet es auch. Also ich kann gerade gar nichts sehen. Mit einem Spiegel nach draußen, ne? Fahren wir mit 70 da. Und wieder Maut. Alles teuer. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen lost, ne? Gerade so wieder so eine kleine Down-Phase, wenn du Hunger hast, ey. Gibt halt nachher nur ein kleines Müsli zum Essen. Das war's eigentlich schon.
Denn es was Schatz, ich esse Salzsangen. Schatz, ich esse Salzsangen. Ach, wie süß. So, bin erstmal fertig hier. Oh, ich darf schon wieder gleich tanken, ey. Hammer. Oh ja. Na, warum will er nicht? Oh Junge, was wird das denn? Alter Falter. Morgen früh aufstehen und die Krankmeldung auf die Arbeit bringen und dann einkaufen und dann nach Hause, Schatz. Okay. Tja. Du hast kein Geld. Wer hat denn mal mit dem Koks bestellt? Hoi, hoi, hoi. Ah, hätten wir alle mitsingen können, wenn es funktioniert hätte. Blödes Ding. So, morgen früh aufstehen. Sind die Krankmeldungen auf die Arbeit bringen. Oh ja, das kriegst du schon hin.